Du Flo, was machen wir heute Abend? Dasselbe wie jeden Abend, Lela. Wir versuchen, die Weltherrschaft an uns zu reißen. Och nee, dazu bin ich zu müde. Okay, dann lass uns stattdessen über Bücher reden. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Delas Astercast. Und wie versprochen habe ich heute wieder etwas ganz Besonderes mit euch vor, denn ich habe mir das Autorenpaar A.M. Reis eingeladen und die beiden möchten heute mit uns über ihr Buch Die Hermetiker reden. Und da würde ich sagen, stellt euch doch mal vor. Hallo ihr beiden, es ist sehr schön, dass ihr da seid. Hallo! Ja, wir freuen uns, dass du uns eingeladen hast. Sehr cool, wir sind schon sehr gespannt, was du für Fragen für uns vorbereitet hast. wir sind Anne und Matze. Wir wohnen in Hamburg und ja, wir haben zusammen diesen Roman geschrieben und ja, Matze, erzähl mal ein bisschen was über uns. Ja, über den Roman vielleicht ein bisschen. Ja. Also, ich bin eigentlich Softwareentwickler und nur so nebenberuflich sozusagen als Autor tätig. Ich habe das aber schon immer gemacht, also mir Geschichten ausdenken, schon eigentlich seit meiner Jugend. Mhm. Und die Geschichte, die ist eigentlich schon so 5 Jahre oder sowas alt, zumindest in meinem Kopf. Okay. Und es dauert natürlich auch eine Zeit lang, wenn man das nicht Vollzeit macht, bis man das Buch schreibt. Außerdem bin ich nicht der beste Schreiber. Dafür habe ich dann Anne, die dann wirklich alles ins Reine schreibt, die ihren eigenen Schreibstil reinbringt, der auch immer zu den Situationen passt und so weiter. Das ist so die Art und Weise, wie wir das Buch schreiben. Also ich komme mit den Ideen, mit den grundlegenden Szenen und sowas um die Ecke und Anne formuliert es dann aus. Okay. Ja, genau. Also es war tatsächlich so, dass Matze irgendwie morgens aufgewacht ist und gesagt hat, wir schreiben jetzt ein Buch. Dann hat er mir von seiner Idee erzählt und nach sind dann so die Grundgerüste für die einzelnen Kapitel entstanden. Mhm. Und ja, ich habe mich dann an die Ausarbeitung der Charaktere gesetzt, sozusagen, und habe diese ganzen Szenenbilder irgendwie ausgearbeitet. Mhm. Genau. Und Matze hat eigentlich schon insgesamt die komplette Geschichte, so wie sie jetzt im Endeffekt auch im Buch steht, die hat er so eines Morgens ja im Kopf gehabt. Ja, vielleicht nicht im Ganzen. Also während dem Schreiben wird mir auch immer so ein bisschen von den Charakteren weitergetrieben. Und da ist es so, dass sich immer wieder auch mal Änderungen ergeben oder so. Oder dass man denkt, okay, jetzt fährt sich die Geschichte ein bisschen fest, muss ich doch noch irgendwas anderes reinbringen. Also so Kleinigkeiten und Abweichungen gibt es dann am Ende doch immer in dem Ganzen. Mhm. Und Anna, dich kennt man ja, also du schreibst zwar keine Bücher, aber dich kennt man ja von deinem Blog. Dadurch kennen wir uns ja auch. Ja, genau. Also du hast da auch schon ein bisschen Erfahrung, zumindest was die Formulierungen und sowas angeht. Ja, genau. Also ich arbeite ja auch als Redakteurin und mein Blog, den habe ich seit 10 Jahren jetzt. Und ich schreibe tatsächlich schon, seitdem ich schreiben kann. Also meine Mutter hat mir das Schreiben beigebracht und seitdem ich das dann irgendwie hingekriegt habe, einen Satz zu formulieren, war das bei mir immer so, dass ich, ob es jetzt kleine Geschichten waren oder irgendwelche Anleitungen, wie gieße ich meine Blumen richtig oder also mir sind wirklich die wildesten Sachen eingefallen schon als Kind. Und das Internet ist weiterhin, ich meine, du kennst es ja selber. ja, das war dann so eine Einladung für mich. Mhm. Ja, immer meine Geschichten irgendwie unters Volk zu bringen. Genau, deswegen war das mit dem Buch jetzt, ja, das war so das Tüpfelchen auf dem i, das irgendwie noch gefehlt hat, einmal ein Buch zu schreiben und ja, dann noch so eine, wir finden tolle Geschichte. das war natürlich, ja, genau, hat sich das entwickelt quasi. Okay. Du hast ja gerade schon erwähnt, ihr habt eine tolle Geschichte und da würde ich euch ganz gerne bitten, wie gesagt, euer Roman heißt Die Hermetiker und erzählt doch am besten unseren Hörern mal ein kleines bisschen, worum es so geht, ohne allzu viel zu spoilern. Ja, ich hoffe, ich spoilere nicht allzu viel tatsächlich, aber ich versuche es einfach mal. Also Hermetiker sind eigentlich sozusagen das, was
was man allgemein als Zauberer bezeichnet, haben ein paar Eigenschaften, die so ein bisschen über die Eigenschaften von normalen Menschen rausgehen. Also es ist ein Fantasy-Buch. In Wirklichkeit ist es aber eigentlich ein Fantasy-Thriller, weil die Story doch vor allem im hinteren Teil richtig thrillerartig wird. Im ersten Teil stellen wir natürlich so ein bisschen das Konzept und die Charaktere vor. Das heißt, es geht so langsam in diese andere Welt rein, wobei es aber eigentlich nicht wirklich eine andere Welt ist, sondern eher, ja, die Leute können halt nehmen andere Sachen wahr. Und haben besondere Fähigkeiten, genau. Und es geht also um im Endeffekt 6 verschiedene Charaktere, die so langsam, einige von denen entdecken so langsam, was sie tatsächlich können. Also es ist halt so Eigenschaften, die sie an sich so langsam, während sie erwachsen werden, entdecken. Und andere wachsen eben schon damit auf, weil ihre Eltern ihnen das schon mitgeben. Also ihre Fähigkeiten werden in verschiedenen Situationen sozusagen dargestellt. Und das Ganze geht dann in diese Welt weiter rein und es wächst sich dann zu so einem großen Abenteuer aus und die 6 komplett unterschiedlichen Charaktere finden dann auch wirklich am Ende zu einer gemeinsamen Geschichte zusammen. Und vielleicht sollten wir auch gar nicht jetzt mehr davon erzählen. Ja. Also wir haben halt auf jeden Fall auch einen Protagonisten, mit dem das auch losgeht. Das ist der Clock. Und der lernt halt nach und nach seine Fähigkeiten kennen und erforscht die. Und auf diesem Weg trifft er eben dann die anderen Charaktere, die in dem Buch noch vorkommen. Genau. Ja, und ihr spielt halt sehr, also ihr auch innerhalb des Buches, aber vor allem auch stilistisch, halt fand ich sehr schön mit so Zeitebenen. Eben dadurch ihr eine sehr klare Trennung drin habt, dass der erste Teil eben tatsächlich so die Vorgeschichten der Menschen sind und dann die aktuelle Zeitebene in den weiteren Teilen dann gezeigt wird. Das fand ich sehr hübsch. Und da wollte ich euch fragen, es ist ja auch inhaltlich ein Thema, ob Zeit so ein Kontinuum ist oder wie man das so werten soll und so weiter. Und wie groß war denn für euch die Versuchung, wenn es schon fraglich ist, ob Zeit ein Kontinuum ist, dass ihr quasi wirklich diese Handlungsebenen vermischt, diese Zeitebenen? Oder war das für euch von Anfang an klar, ihr möchtet gerne am Anfang die Vorgeschichte erzählen und dann in die laufende Zeitlinie reingehen? Ja, also es gibt bei verschiedenen, also ich habe schon relativ viel im Bereich Science Fiction, wo ja so Zeitreisegeschichten sehr oft auftauchen, gelesen. Und das ist halt immer ein bisschen problematisch mit der Kontinuität und der Korrektheit von allem und der Logik, die dann dahinter steckt. Also wenn man irgendwie, keine Ahnung, in die Zeit zurückreist und irgendeinen seiner Großeltern tötet und er dann selber eigentlich gar nicht existieren würde, also die Paradoxa, die da entstehen. Das ist schon ein bisschen schwierig aufzulösen. Deswegen haben wir uns da auch so ein bisschen, also von der Story her auch ein bisschen außenrum gedrückt, weil es einfach auch dann kompliziert wird. Aber dieses Fantasy-Thema, das gibt's auch ein bisschen her, dass man so ein bisschen vage bleibt damit, weil es ja auch alles so ein bisschen eher so ein Gefühl ist und irgendwie passt alles zusammen oder findet sich alles zusammen, aber auch über verschiedene Zeitebenen, aber man kann auch nicht so richtig aus seiner eigenen Zeit raus. Und das war so ein bisschen das Ziel. Ich habe mich auch tatsächlich so ein bisschen vom Gefühl leiten lassen. Also es hat sich tatsächlich so ein bisschen entwickelt. Aus den Skizzen, aus den Textskizzen ist dann im Endeffekt auch nach und nach was ganz anderes geworden im Endeffekt. Also es ist tatsächlich, also auch die Struktur, das Kapitel ist jetzt an der Stelle oder diese Geschichte wird jetzt an der Stelle erzählt oder eingeleitet sozusagen, das hat sich auch so nach und nach entwickelt und dadurch, Ja, ich frage halt deshalb, ihr wisst ja, ich mache ja einen Stephen King Podcast zum Beispiel. Ja. Und wir hatten letztens es besprochen. Ja. Und einer der Gründe, weshalb ich dieses Buch nicht mag, ist die Tatsache, er spielt da nicht unbedingt mit Zeitreise, aber er wechselt quasi immer die Perspektive zwischen der handelnden Gruppe als Kinder und als Erwachsene. Ja, genau. Das springt also quasi immer innerhalb des Romans hin und her. Ja. Das kann funktionieren, in den meisten Fällen funktioniert es nicht.
Deswegen bin ich sehr dankbar dafür, dass ihr das wirklich so abgegrenzt habt. Ja, also mich stört das tatsächlich, also mich persönlich stört das tatsächlich beim Lesen von Büchern auch. Und jetzt, wo du sagst, da ging es mir auch ganz genauso. Ja. Also das ist auch so eine Sache, ich finde, manchmal klappt es gut, da hast du recht, aber das ist wirklich so, ja, wahrscheinlich kommt es auch auf die Geschichte an und die Anzahl der Charaktere, wahrscheinlich auch aufs Genre noch ein bisschen, aber ja, da muss man wahrscheinlich schon vorsichtig damit umgehen. Fand ich auf jeden Fall gut, dass ihr das so klar getrennt habt. Also generell haben wir auch so ein bisschen versucht, auch wenn es in der dritten Person geschrieben ist, alles so ein bisschen aus der Perspektive von einer Person jeweils pro Kapitel zu sehen. Und so sind die Perspektiven auch immer gesprungen. Man hat es mal von den Leuten aus der... Ja, dadurch haben sich die Charaktere auch entwickelt tatsächlich. Genau. Ja, genau. Ja. Genau, also man... Die Eigenentwicklung von den Charakteren sieht man dadurch, aber man sieht dann auch eine klare Abgrenzung zwischen den Kapiteln und kann die vielleicht dann auch ein bisschen besser zuordnen, habe ich so das Gefühl zumindest. Mhm. Jetzt war persönlich meine liebste Storyline am Anfang tatsächlich die Storyline vom Archivar. Er heißt ja Willem Horn in eurer Geschichte. Ja, und genau. Da hatte ich an der Story eigentlich sehr, 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 sehr viel Spaß. Weil das wirklich so was Indiana Jones-artiges so ein bisschen hatte. Das hatte so die Anleihen von dem klassischen Abenteuerroman. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja. Was ist denn eure persönliche liebste Storyline? Also ich persönlich, ich mag tatsächlich den Anfang besonders gerne, wo der Clock als Kind in seinem Zimmer sitzt und Musik hört, also Platten auflegt und die ganz bewusst anhört und was ihm da so durch den Kopf geht, was er da für Gefühle hat. Und also das ist meine persönliche Lieblingsszene sozusagen, glaube ich. Ja. Also für mich war es auch ein bisschen Willem Horn, weil wir den auch ziemlich weit haben reisen lassen und da ist natürlich beim Recherchieren auch total interessant, die verschiedenen Orte sozusagen virtuell zu besuchen, zu gucken, wo könnte das alles spielen, was ist interessant, was sind so ein bisschen magische Orte, und den dann auch in verschiedenen Szenen auf der ganzen Welt rumreisen zu lassen, das war eigentlich am spannendsten zum Schreiben auf jeden Fall auch. Ja, weil er einen halt auch, während man das geschrieben hat, an Orte gebracht hat und man halt auch immer weiter recherchiert hat. Das war auf jeden Fall auch sehr spannend. Ja. Das mit den Orten ist gerade ein ganz gutes Stichwort, das habe ich mir nämlich auch aufgeschrieben. Ihr habt ja hier wirklich einen bunten Mix aus allen möglichen Mystizismen und mystischen relevanten Orten. Ihr nennt Stonehenge, Gizeh, Göbekli Tepe und so weiter und so fort. Seid ihr selber so in diesen, ich sag mal, in diesen mystischen Sachen so ein bisschen verhaftet, dass euch das interessiert? Oder hattet ihr, ich weiß zum Beispiel, Anne, du reist sehr viel oder bist sehr viel gereist eine Zeit lang. Hattet ihr mit den Regionen tatsächlich schon mal Kontaktpunkte im echten Leben, sag ich mal, dass ihr deswegen diese Orte gewählt habt? Oder wodurch ist das entstanden? Zumindest Stonehenge war schon ziemlich beeindruckend, als wir da waren. Also an ein paar Orten waren wir tatsächlich schon. Ein paar Orte sind wir auch schon lange mal über den Weg gelaufen, wo ich mir gedacht habe, das ist so interessant, also wie das Kloster Kaku mit diesen ganz vielen Zinnen, die es da gibt. Also es gibt ganz viele Pagoden dort, so 1000 oder sowas. Und das ist so ein interessanter Ort, da kommt man nur nicht hin, weil es eben in Myanmar ist, also ganz schwer nur zumindest. Ja. Deswegen haben wir da online recherchiert drüber. Mystisch oder das Thema Mystik eigentlich eher nicht. Also das ist eigentlich wirklich ein Thema, das sich erst mit dem Buch so ein bisschen entwickelt hat. Und das soll auch gar nicht wirklich, oder eigentlich ist es so, soll es so ein bisschen sogar das Mystische entzaubern, der Inhalt von dem Buch. Das war so ein bisschen. Deswegen ist auch der Titel ein bisschen so gewählt, weil das ist ja eigentlich so aus dem esoterischen Bereich entlehnt, der Name Hermetika. Was es aber im Endeffekt gar nicht sein soll. Also es steht mehr so diese Parallelgesellschaft, die neben der eigentlichen Gesellschaft steht, so ein bisschen im Mittelpunkt, für mich zumindest. Und das finde ich auch eben ganz interessant, dass ihr eben nicht diesen klassischen Elfen-Zwerge-Orks-Quatsch bedient, sondern tatsächlich eben das Ganze in der echten Welt spielen lasst, aber eben mit besonderen Begabungen.
Und was ich auch sehr interessant fand, ihr ergänzt das Ganze ja vor allem in den letzten zwei Teilen sehr damit, dass ihr viele technische Andeutungen drin habt. Jetzt weiß ich, dass du, Matze, einen technischen bzw. einen IT-Hintergrund hast. Ja. Und es ist, glaube ich, eine sehr schwere Balance, das so zu halten, dass man merkt, da ist Technik dahinter und eine gewisse ja, Modernität und ein Verständnis dafür, dass es eben nicht nur dunkle Grün Wars und Kerzen und Zeug ist, sondern eben tatsächlich moderne Technik, mit der gearbeitet wird, weil es einfach eine Strömung ist, eine Geistesströmung, die auch in der Moderne agiert und auch in der Moderne tatsächlich angekommen ist. Ja. Jetzt kann ich mir vorstellen, wenn man selber diesen Hintergrund hat, ist es sehr schwer, da nicht in die Fachidiotie abzudriften, sag ich mal. Das heißt, das so zu halten, dass man es in Andeutungen lässt, soweit, dass sich der Leser was darunter vorstellen kann, aber es nicht genug auszuformulieren, dass du damit innerlich zufrieden wärst, es zu erklären. Ja, stimmt. das war auch teilweise so, dass die Vorlagen, die ich geliefert habe, teilweise tatsächlich ein bisschen zu technisch waren. Anne hat die dann alle entschärft. Okay. Das heißt, also, wir haben tatsächlich natürlich diese zwei Perspektiven drin, aber ich wollte es auch nicht wirklich ausschließlich auf der Ebene lassen, weil eben das Internet und sowas, das ist also allein von der Kommunikation her und sowas, solche, ja, diese hermetischen Fähigkeiten natürlich bei Weitem überflügelt und dann muss das natürlich mit rein. Mhm. Und vor allem, wenn man viele Leute mobilisieren will oder sowas, was ja auch in dem Buch vorkommt, wo ich auch nicht mehr dazu sage, das muss man dann wirklich lesen, dann muss man, glaube ich, auf irgend sowas in der Art zurückgreifen, weil dann kann man das nicht mehr ausschließlich mit reinen mentalen Fähigkeiten erklären, finde ich. Ja, also ist tatsächlich so, dass ich das Technische teilweise dann so ein bisschen abgefedert habe. Also gesagt, ja, irgendwie machen wir jetzt auf den zwei Seiten mal eine Seite. Oder dann, was dann tatsächlich noch dazugekommen sind zu diesen Ideen, sind ja diese Vernetzung, also die sozialen Netzwerke und was Matze eben angesprochen hat, mit eine größere Menge an Menschen zusammenzusammeln und so. Ja. Und das hat das Ganze, glaube ich, noch so ein bisschen, ja, also mir kommt, glaube ich, auch zugute, dass ich viel so durch meinen Job halt mit Programmierern, Technikern und so weiter zusammenarbeite und da dieses Übersetzen in Anführungszeichen teilweise ganz gut verinnerlicht, denke ich. Ja. Nein, also wie gesagt, den Kontrast fand ich sehr schön, dass ihr eben wirklich tatsächlich beide Ebenen reinbringt. Aber ich habe jetzt selber, also ich kenne es aus meinem eigenen Leben, mein Mann ist halt auch Informatiker bzw. Programmierer. Und ich kenne ja so, wenn er mir von seinem Arbeitsalltag erzählt und ich nur liegend da sitze, und ich bin, weiß Gott, kein Idiot, was solche Sachen angeht. Also ich habe auch ein kleines bisschen Erfahrung damit. Aber deswegen weiß ich, wie schwer das sein kann, das so zu formulieren, dass es ein Mensch, der nicht aus dieser Schiene kommt, auch verstehen kann. Und da muss ich sagen, seid ihr echt auf einem guten Weg, glaube ich, dass ihr das wirklich so auf einem Level gehalten habt, dass das jeder verstehen kann. Und dass jeder versteht, welcher Grundgedanke dahinter steht. Ja. Das war uns halt auch wirklich unheimlich wichtig, erstens diese Komponente reinzubringen, dieses Technische, dieses Moderne, und auf der anderen Seite aber auch ein Buch abzuliefern, das so gut wie jeder lesen kann. Also es ist tatsächlich auch so, meine Oma hat das Buch sogar gelesen und sie hat gesagt, ja, teilweise sind da so ein paar Sachen drin, irgendwie, da geht es um Computer oder da geht es um dies und das, das hat sie nicht so richtig verstanden, aber die Geschichte fand sie trotzdem so spannend, dass sie es nicht weglegen konnte. Und das fand ich unheimlich schön, das war so eine schöne Rückmeldung. Auf jeden Fall, das ist viel wert. Ja. Ja, mal gucken, ob wir das in der nächsten Challenge dann schaffen, immer noch, wo wir dann eine Science-Fiction-Geschichte schreiben wollen, wo es, glaube ich, noch ein bisschen mehr drauf ankommt, die gute Balance zwischen Technik und Verständlichkeit hinzukriegen. Ja gut, aber ich meine, wenn ihr wirklich in Science Fiction geht, dann könnt ihr ja im Zweifelsfall das Ding so weit spinnen, dass es ja nicht mehr verständlich sein muss, sage ich mal. Ja, genau. Es kann ja im Nachhinein keiner nachprüfen. Ja, stimmt. Mal sehen. Wofür ich euch übrigens auch sehr dankbar bin, ist die Tatsache, was mich in Büchern immer fürchterlich aufregt,
ihr seid recht zeitlos. Also obwohl ihr natürlich euch mit aktuellen Dingen beschäftigt und mit aktuellen Möglichkeiten. Aber mich regt es zum Beispiel in anderen Romanen immer auf, er sah jetzt auf sein Blackberry oder er sah jetzt auf sein iPhone oder was weiß ich. Und das habt ihr Gott sei Dank nicht gemacht. Dafür bin ich auch sehr dankbar. Weil sowas regt mich immer maßlos auf. Ja, ich hoffe das auch, dass es so ist, aber in Wirklichkeit sieht man es ja erst in 10 Jahren, wenn man denkt, ah, was war das denn für eine veraltete Technik, die wir da eingesetzt hatten oder sowas, das in 10 Jahren nochmal liest oder sowas. Ich hoffe, dass es einigermaßen geklappt hat. Ja, mir war das aber auch total wichtig, weil ich habe mich tatsächlich eingangs ein bisschen mit Fantasy- und Science-Fiction-Literatur mit älteren Büchern beschäftigt und habe da einiges gelesen und durch manche, muss ich sagen, habe ich mich ganz schön durchgequält. Genau aus diesem Fall, aus diesem Grund. Ja. Weil du kannst das nicht mehr so richtig umreißen dann. Es müssen nur 15 Jahre sein oder was und dann, das ist völlig abseits dann irgendwie. Ja. Ihr habt jetzt gerade schon angesprochen, dass ihr über eine weitere Geschichte nachdenkt. Wollt ihr einen komplett neuen Roman schreiben oder wollt ihr es wirklich als Fortsetzung? Ihr habt ja hier durchaus mit einem Cliffhanger geendet. Ja, gut, über den Cliffhanger rede ich jetzt erstmal nicht, aber die Option besteht für beides. Aber ich glaube, als erstes wollen wir jetzt erstmal ein anderes Projekt, glaube ich, angehen. Okay. So. Das ist schon ein bisschen so in meinem Kopf, die Grundgeschichte, muss noch ein bisschen weiter nachrecherchieren, aber soll, glaube ich, schon eher ein bisschen mehr in die nahe Zukunft gehen und Science Fiction sein und weniger Fantasy. Okay. Aber mit den Hermetikern hat es erstmal nichts. Genau, vielleicht das übernächste Projekt. Ja, wie gesagt, ihr seid mir gerne willkommen auch mit euren Nachfolgeprojekten. Ja, genau. Dann würde ich sagen, reden wir mal noch ein kleines bisschen über die Arbeitsteilung, die ihr so macht. Ja. Was ich interessant fand, es ist ja in Romanen auch immer schwierig, wirklich so unterschiedliche Personengruppen nicht nur abzubilden, sondern tatsächlich auch denen eine Gruppendynamik zu geben. Die Gruppendynamik habt ihr für mich eigentlich sehr gut getroffen. Also die spielen sehr schön miteinander zusammen, sobald sie dann halt tatsächlich zusammenspielen. Ja. Aber auch hier kann ich wieder nur den Vergleich zu King ziehen. King schreibt zum Beispiel fürchterliche Frauenfiguren. Kannst du nicht ernst nehmen. Jetzt seid ihr ja ein gegengeschlechtliches Ehepaar. Jetzt würde mich tatsächlich interessieren, klar, der eine bildet grundsätzlich erstmal die Charaktere so aus und der andere gibt den Feinschliff. Aber habt ihr tatsächlich auch so bei so Fragen wie zum Beispiel Frauenbild, ist es dann tatsächlich so, dass Anne, du da wirklich aktiv korrigierend eingreifst in irgendeiner Form? Oder ist es wirklich so, dass ihr da relativ einheitlich im Fluss seid miteinander? Es war tatsächlich so, also ich habe beim Schreiben selber, also es ist schwer das zu erklären. Also ich habe echt selber beim Schreiben immer versucht, die Perspektive zu wechseln. Also ich habe immer mich in die jeweilige Person, die gerade erzählt oder deren Rolle gerade dran ist, quasi versucht reinzuversetzen. Und dadurch ist es so nach und nach auch entstanden, dass die ihre Persönlichkeit entwickelt haben. Also der eine hat vielleicht irgendwie ein bisschen eine flapsigere Art. Der andere ist eher ruhiger oder ja, also die eine ist sehr selbstbewusst. Also das ist so, das hat sich so nach und nach entwickelt. Also ich habe immer versucht, mich in den Charakter reinzudenken. Ja. Also generell haben wir natürlich auch ein bisschen die Geschichte so angelegt, dass sie eben von sich aus schon nicht so eine rein matriarchalische Gesellschaft darstellt oder Schattengesellschaft oder wie auch immer, sondern dass es da zwar schon um Macht geht, aber die nicht vom Geschlecht oder sowas ausgeht. Deswegen hat sich das wirklich dann auch rein auf die Charaktere beschränkt, aber so wie ich die Charaktere so ein bisschen vorgedacht habe oder mir vorüberlegt habe in den frühen Phasen, war es eigentlich fast eher so, dass viele weibliche Charaktere so eher ein bisschen von mir weitergedacht worden sind und die Männer von Anne sogar. Also, okay. Genau. Klock war so Annes Baby sozusagen. Ja.
Und Lea war so ein bisschen meins. Also das kann auch sein, dass die vielleicht dadurch so ein, ja, ich weil ich sind eigentlich alles, alle Frauen sind eher so ein bisschen stärker auch vom Charakter her. Und ja, also ich glaube auch, dass, wenn ich jetzt überlege, mindestens zwei der männlichen Charaktere sind eher so, ja, denken viel nach, so, so mehr die ruhigere und verspielte, will ich jetzt nicht sagen, aber so die, ja, das kann schon sein, dass sich das dadurch so ein bisschen ergeben hat. Aber wir hatten nicht so dieses, wie man sich das vielleicht vorstellt, Grundgerüst an Charakteren, so wir haben jetzt so und so viele Charaktere, der und der, die sind selbstbewusst, der und der, das sind irgendwie die Bastler oder wie auch immer, sondern das hat sich wirklich mit dem Schreiben ergeben, von Seite zu Seite. Was mir halt hier aufgefallen ist, das ist ein kleiner Kritikpunkt. Ich habe insgesamt zwei Kritikpunkte an eurem Buch. Die sind aber wirklich minimal, die halten sich in Grenzen, die liegen halt nur daran, dass ich gelernt habe, analytisch zu lesen und mich über solche Sachen eben zum Beispiel bei King immer fürchterlich aufrege. Der eine Punkt ist der, und das hätte ich lustiger gefunden, wenn ihr das umgedreht hättet, war tatsächlich so, Glock in seiner Jugendzeit ist ja tatsächlich so mit Mami und alles ist toll und wir sind ja alle so gute Freunde und so weiter. Und natürlich, er entscheidet sich dann halt recht schnell doch dafür, ja, ich habe jetzt mein neues tolles Leben, ich habe meine neuen tollen Fähigkeiten entdeckt, ich lasse das jetzt einfach mal stehen und liegen alles. Dem ist also in der Zeit, sag ich mal, alles egal. Und im Gegenzug habt ihr eben Lea, bei der ist wieder genau dieser Punkt, sie macht sich voll viele Sorgen über ihre Familie und was der nächste Karriereschritt für sie und die Familie vor allem bedeutet und so weiter und so fort. Während Glock eben wirklich einfach das Ganze über den Haufen schmeißt und scheiß drauf, ich mach das jetzt einfach. Das hätte ich lustiger gefunden, wenn ihr das umgedreht hättet, tatsächlich. Ah, interessant, ja. Das ist interessant, ja. Das ist jetzt nicht störend, um Gottes Willen, aber es ist aufgefallen. Hat sich das vielleicht so entwickelt, weil wir hatten uns den so vorgestellt, dass der unter so einem, ich will jetzt nicht zu viel verraten in dem Atemzug, aber dass der unter so einem Druck steht, permanent, durch seine Forschung, dass der sich wirklich auf gar nichts anderes mehr konzentrieren oder einlassen kann. Weil er einfach nur auf diese eine Sache fokussiert ist in seinem Leben. Und etwas weiter hinten haben wir das dann auch noch so ein bisschen raus, wollten wir das noch so ein bisschen raus gucken lassen, dass er da eigentlich auch ein ziemlich schlechtes Gewissen die ganze Zeit mit sich rumträgt. Ja. Aber das stimmt, vielleicht hätte das an einer früheren Stelle auch schon mal irgendwie mit einfließen können. Ja, aber ich finde die Idee auch interessant, das umzudrehen. Definitiv. Wäre bestimmt auch total interessant geworden. Vielleicht auch, könnte ich mir vorstellen, die Geschichte oder die Beziehung zwischen den beiden hätte sich da auch nochmal irgendwie, hätte eine andere Dynamik gekriegt, wenn es genau umgekehrt gewesen wäre. Also wie gesagt, es ist nur aufgefallen. Es ist jetzt nicht so, dass das stört oder irgendwas. Es ergibt auch innerhalb der Charaktere völlig Sinn. Aber es bedient halt wieder diese klassischen Rollenbilder, die es so hat. Aber, und dafür bin ich euch auch wieder dankbar, das reißt ihr dann halt zum Beispiel durch die Australien-Storyline wieder raus. Also da gibt's gar nichts zu meckern. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber es ist mir halt tatsächlich aufgefallen, dass ich das witzig gefunden hätte, wenn ihr das einfach umgedreht hättet. Und das Zweite, was mir noch aufgefallen ist, was mich ein klitzekleines bisschen minimal gestört hat, ihr wisst ja, ich habe eine Behinderung, ich sitze im Rollstuhl und so weiter. Und ihr habt halt, ohne das allzu groß auszuweizen, weil ich nicht spoilern möchte, aber ihr habt halt hier im Verlauf des Romans einmal den Auftritt eines behinderten Charakters, der eben Autismus, also der Autismus hat. Und auch hier ist wieder der Punkt, es ist wieder, er dient dem Bösen, ohne es zu wollen und ohne es tatsächlich zu wissen. Und da hätte ich mir halt auch wieder was gewünscht. Das ist wieder so ein klassisches Klischee. Der leicht manipulierbare Behinderte, der wahnsinnige Talente hat, aber gleichzeitig wahnsinnig manipulierbar ist und im Zweifelsfall auch für böse Zwecke zu missbrauchen war. Da hätte ich es interessant gefunden, wenn er entweder tatsächlich aktiv einer der Bösen gewesen wäre. Das hätte ich geil gefunden. Okay, interessant, ja.
weil das dann eben wirklich mal dieses Klischee gebrochen hat. Denn wir leben ja tatsächlich mit Behinderung alle mit dem Klischee, wir sind immer irgendwie fremdgesteuert und fremdbestimmt. Und ja. Er hätte da dieses Element reingespielt, er hat sich aktiv dazu entschieden, er möchte jetzt einer der Bösen sein, weil er es einfach kann. Das hätte ich lustig gefunden, ja. Oder eben aktiv die gegenseitige Wahl. Gib mir zu denken, das ist wirklich, ja. Stimmt. Aber das sind tatsächlich wirklich die einzigen beiden Punkte, die mir in dem Buch aufgefallen sind, die mich ein bisschen gestört haben. Ansonsten hatte ich an der Geschichte wahnsinnig viel Spaß, kann ich euch also großes Kompliment und großes Lob aussprechen. Dankeschön. Und ich glaube auch tatsächlich, das ist wirklich für so ziemlich jede Lesergruppe, ja, ein spannendes Ding. Also ich glaube, da haben wirklich alle Menschen dran Spaß, wenn sie sich im Großen und Ganzen für so eine Thematik interessieren. Mhm. Ja, finde ich auch. Und das eine kann ich ja verraten, er ist ja am Ende nicht gestorben. Das heißt, es könnte natürlich dann vielleicht in der nächsten nachfolgenden Geschichte sowas werden. Genau. Ja, wie gesagt, da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Aber das ist mir, wie gesagt, nur aufgefallen. Ja. Dann würde ich sagen, reden wir doch noch ein kleines bisschen über die, ich sag mal, rein handwerkliche Seite. Ja. Ihr habt euch ja beide dazu entschieden, dass ihr das Ganze ins Self-Publishing rausbringen möchtet. Ja. Wie ist das denn gekommen, dass ihr einerseits entschieden habt, den harten Weg zu wählen? Und zweitens, wie ist das für euch entstanden, dass ihr, also ab wann wart ihr an dem Punkt, dass ihr wirklich beschlossen habt, das Ding ist gut genug, das will ich jetzt veröffentlichen? Nee, also wir wussten eigentlich, schon vom Beginn an, vom Schreiben, dass wir das irgendwie veröffentlichen wollen. Also natürlich nicht den exakten Zeitpunkt, wann, keine Ahnung, wann das Lektorat soweit fertig ist oder so, aber irgendwann muss man halt einfach auch mal loslassen. Mhm. Aber generell wussten wir das von Anfang an. So was so Verlage angeht, da haben wir, habe ich relativ viel drüber gelesen in dem Vorfeld oder so, als der Roman quasi fertig war oder fast fertig war, in der Korrekturphase war, habe ich angefangen, mich stark zu informieren, so was Verlage für einen Newcomer tun. Da muss man, glaube ich, sehr viel Glück haben, wenn man einen Verlag hat am Ende, der wirklich sehr viel für das Buch am Ende tut. Das Einzige, was gut ist, wenn man in einem Verlag unterkommt, ist, glaube ich, dass man einen Lektor am Ende kriegt, der an dem Buch mitarbeitet. Und dann haben wir das in zwei Runden bei Agenturen versucht. Okay. Agenturen ist allerdings immer so ein bisschen sehr langwierig und zäh, weil da die Wartezeiten so 8 bis 12 Wochen sind immer. Das heißt, man schickt das Buch ein oder schickt das Manuskript ein und nach 8 bis 12 Wochen kriegt man entweder eine Antwort oder kriegt gar nichts und weiß, dass man nicht genommen worden ist. Ne? Also das fand ich da so ein bisschen anstrengend und wir wollten uns die Zeit dann im Endeffekt auch nicht nehmen, weil wir einfach das Buch rausbringen wollten. Also wir sind jetzt nicht von den Einnahmen des Buches abhängig und so. Das war uns nicht wichtig. Wir wollten nur, dass es irgendwann mal in unserem Bücherregal steht sozusagen. Und dass es ein paar Leute lesen auch. Natürlich. Und deswegen haben wir uns dann irgendwann dafür entschieden, nach diesen zwei Runden, dass wir es dann selber machen. Vor allem deswegen auch, weil wirklich Verlage uns da auch nicht gar nicht so viel mehr geboten hätten. Also, keine Ahnung, wir hätten natürlich gern gehabt, dass so eine Marketingkampagne irgendwie von selbst läuft, aber das ist natürlich auch wenn man in einem Verlag untergekommen ist, kein Selbstläufer. Also ja. Kann man auch nicht sicher sein, dass man da mindestens seine XY-Bücher absetzen kann. Vor allem hat man durch das Self-Publishing halt auch einige Vorteile, also was das Kreative angeht zum Beispiel. Also Mats hat das Cover komplett selbst gestaltet. Mhm. Es wird einem dann auch nicht irgendwas übergestülpt, was man selber vielleicht gar nicht toll findet. Und ja, von dem her. Ich meine, das ganze Marketing liegt jetzt natürlich auch in unserer Hand, aber wie Matze schon erwähnt hat, wenn man bei einem Verlag unterkommt, dann ist es auch nicht automatisch alles mit dabei und es ist auch nicht automatisch ein Selbstläufer. Jetzt habe ich mir ja das Buch über Amazon gekauft. Also man kann es über Amazon kaufen, man kann es wahrscheinlich auch ganz normal im Buchhandel bestellen, ne? Genau, ja, genau. Überall, wo es Bücher gibt, kann man es bestellen. Genau, und ihr verkauft es, glaube ich, auch direkt über eure eigene Webseite, ne?
Nee, wir linken da auch einfach im Endeffekt auf Amazon oder Thalia oder sowas, genau. Okay. Das sind und nur Links auf der Seite. Ihr liegt aktuell wirklich tatsächlich nur in Papierform vor, oder? Habt ihr auch ein E-Book? Nee, wir haben auch alle E-Book-Formate. Also wir können auch über Tolino und über Kindle gelesen werden. Das ist fantastisch. Das ist nämlich immer so eine Sache, die mir immer sehr schwer fällt. Weil ich mittlerweile mit Papierbüchern, auch wenn ich sie in meinem Herzen sehr liebe, aber tatsächlich damit mittlerweile meine Probleme habe, rein motorisch und so weiter. Ja, also auch für Leute, die da Einschränkungen haben, ihr könnt das auch über ein E-Reader nutzen, wenn ihr das möchtet. Die Möglichkeiten gibt es also. Genau, auf jeden Fall. Nee, das war uns auch ganz wichtig. Also das ist ja, auch natürlich immer mehr im Kommen. Ich meine, bei uns stehen auch wahnsinnig viele Bücher rum, weil wir ja Bücher lieben, aber dennoch greifen wir immer wieder mal drauf zurück, auch was auf dem E-Book wieder zu lesen. Das ist ja auch praktisch. Eben, und wie gesagt, ich muss halt immer so dran denken, ich habe halt auch viele Hörer, die eben die eine oder andere gesundheitliche Einschränkung haben. Ja. Und gerade für die ist es halt wirklich mit einem E-Book immer einfacher zu handeln, rein von der Motorik oder eben zum Beispiel, was auch Screenreader angeht und solche Sachen. Ja, von genau. Daher, das ist eine gute Wahl. Das ist schön, dass ihr das gemacht habt. Ja. Jetzt hatte ich ja vor einiger Zeit schon mal ein Interview mit dem Sebastian Niedlich geführt. Und da hatten wir uns auch so über Konzepte wie zum Beispiel Scuba unterhalten. Ich weiß nicht, ob euch das Konzept als solches was sagt. Nein. Das ist eine Art Abo-Dienst, also wie Spotify für Bücher. Ja. Das heißt, du bezahlst Betrag X, die haben Verträge mit diversen Verlagen und so weiter und pflegen halt darüber dann entsprechend die Bücher ein. Du kannst also dann so viel lesen, wie du möchtest. Verstehe, ja. Jetzt weiß ich, dass das genauso wie bei Spotify bei den Autoren davon nicht viel hängen bleibt. Aber euch geht es ja, wie gesagt, hauptsächlich darum, die Reichweite zu haben, dass das Buch auch wirklich Leute lesen. Jetzt ist euch das explizite Konzept nicht bekannt, aber habt ihr generell ein moralisches Problem mit solchen Abo-Modellen oder findet ihr das eigentlich ganz vernünftig? Nee, gar nicht eigentlich. Also wie gesagt, ich kann es nachvollziehen bei einem Musiker, der wirklich sein Geld damit verdient und der wirklich unglaublich viel Zeit und Aufwand reinsteckt, da nur ein paar Cent abzugreifen bei Spotify oder so, da verstehe ich das absolut. Aber wir in unserer Situation speziell wollen eigentlich eher, dass das Buch gelesen wird, genau wie du schon gesagt hast. Und deswegen haben wir da generell kein Problem damit. Ich glaube, bei Amazon gibt es auch sowas Ähnliches, das heißt Kindle Unlimited. Genau. Da sind wir tatsächlich sogar angemeldet. Das heißt, wenn einer ein Kindle Unlimited Abo hat, dann können wir auch gelesen werden. Mhm. Also ist ja gut. Das ist eine andere Meinung dazu, muss ich sagen. Ah, ja. Ich finde es immer noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, dass es sowas gibt. Mhm. Und nicht nur was Autoren angeht, auch was Musiker angeht. Also ich finde, es ist mit Sicherheit für die Zukunft immer mehr im Kommen und so, aber ich für meinen Geschmack muss mich da noch ein bisschen dran gewöhnen. Mhm. Also das kann natürlich auch, die ganze Diskussion kann natürlich auch ziemlich ins Detail gehen. Ja, bei Spotify ist es zum Beispiel so, oder fände ich es zumindest gut, also du zahlst da 10 Euro im Monat, aber es wären nicht die Musiker entlohnt, die du in diesem Monat gesehen hast, sondern das geht in den Topf und die Musiker werden entsprechend ihrer Gesamtkapazität entlohnt. Und das finde ich ein bisschen schade, weil ich auch Musik höre, die so ein bisschen speziell ist. Mhm. Und bei den Konzerten von den Bands stehen auch nicht immer 10.000 Leute vor der Bühne, sondern immer nur, keine Ahnung, 300 oder sowas. Ja. Das ist schon ein bisschen Nische und ich will auch die Bands unterstützen dadurch. Und vielleicht bei Romanen ist es vergleichbar. Da kenne ich die Modelle aber nicht gut genug. Ich leider auch nicht. Ich weiß nur, wie gesagt, dass das halt über die, also die haben tatsächlich die Verträge mit den Verlagen, nicht mit den Autoren selbst. Ja. Das heißt, da wird sicherlich auch in irgendeiner anderen Form prozentual das Ganze abgerechnet, aber das weiß ich selber auch nicht. Ja, also ich kann zumindest sehen in den Statistiken, wie viele Seiten von über Kindle Unlimited gelesen wurden, was ich zumindest ganz interessant finde. Okay. Und das heißt, es ist aber wahrscheinlich auch tatsächlich. Ich glaube, dass die Idee im Ansatz mit Sicherheit schon was Gutes hat. Wahrscheinlich muss es irgendwie noch ein bisschen auch sich entwickeln. Auf der anderen Seite
kann man ja, also man macht das ja auch, also ich kenne das halt von, wenn ich jetzt wieder auf das Thema Musik zurückkomme, wenn ich einen Künstler wirklich unterstützen möchte, wenn ich weiß, der ist mir wichtig und ich möchte auf jeden Fall weiter Konzerte mit dem erleben, dann gehe ich auch los und kaufe mir das Vinyl und kaufe mir T-Shirts und vielleicht gibt es ja auch Leute, die sagen, okay, den Romanautoren, den möchte ich gerne unterstützen, die Bücher von dem gefallen mir gut. Ich habe da auch so ein paar Lieblingsautoren, von denen kaufe ich mir auch gebundene Bücher zum Beispiel. Mhm. Also das ist ja auch immer noch so ein... Natürlich. Gibt ja auch verschiedene Typen von Lesern. Für den einen ist das vielleicht die beste Möglichkeit und er hat vielleicht auch nur so die Möglichkeit zu lesen, weil er sich sonst gar keine Bücher leisten könnte. Genau. Das kann auch sein. Und der andere sagt, ja, ich habe diesen Monat noch Geld übrig, jetzt kaufe ich mir noch ein paar gebundene Romane. Also ich fände es gut, es ist natürlich auch ein gesellschaftliches Ding. Es ging ja bei Musik so diese Diskussion los, aber ich denke, bei Büchern, das kann man wirklich eins zu eins übertragen. Es gab ja immer wieder mal Modelle, wo man irgendwas kostenlos rausgegeben hat und der das Gegenüber konnte dann bezahlen, so viel es wollte. Mhm. Und es ging aber immer nach hinten los, weil die Leute immer was umsonst haben wollten. Vielleicht muss man da so gesellschaftlich auch ein bisschen so mit der Zeit so ein bisschen umdenken. Ja, das glaube ich auch. Ja, auf jeden Fall. Und was nutzt ihr denn, das ist übrigens eine Hörerfrage, was nutzt ihr denn so tatsächlich im echten Leben so für euer Marketing, da ihr ja eben keine große Verlagsmaschinerie habt, die da dahinter steht und euch unterstützt? Welchen Weg geht ihr da? Wir haben ja unsere eigene Webseite gebaut, wo wir auch schon unsere Kurzgeschichte mit drauf hatten, die wir im Vorfeld veröffentlicht haben. Das ist die amreis.de. Mhm. Das ist so der zentrale Anlaufpunkt eigentlich für unsere Kampagnen. Und sonst nutzen wir natürlich die sozialen Netzwerke. Also wir sind auf Twitter, wir sind bei Pinterest zu finden, bei Facebook und Goodreads zum Beispiel seid ihr, glaube ich, auch. Genau, ja. Was wir generell so als erste Regel aufgestellt haben, war, alles das, was an Geld reinkommt, stecken wir einfach wieder in Werbung rein. Also quasi Facebook-Werbung oder Google-Werbung oder sowas, aber immer nur genauso viel, wie reinkommt im Endeffekt. Ja. Und wir hoffen, dass es sich da dann dadurch dann ein bisschen hochschaukelt. Und dass wir halt auch Erfahrung sammeln und irgendwann genau wissen, wie man so eine Kampagne am besten fährt, ohne dass das irgendwie komplett verpufft oder ist ja auch viel, wenn man online sowas macht, geht ja auch viel dann um die richtige Zielgruppe, dass man die erwischt und sowas. Natürlich. Ist schon so viel, viel Feingefühl und Tuning mit dabei, sage ich jetzt mal, bis man da sich da so richtig eingegroovt hat mit dem genau. Und dann wollen wir rumprobieren. Und dann wollen wir noch bei ein, zwei Wettbewerben teilnehmen. Das wäre so der nächste Schritt. Sodass wir vielleicht über so neutralere Stellen oder zum Beispiel bei Buchblogs teilnehmen. dass man über neutralere Stellen eben auch nochmal so Schwerpunkte setzen kann. Das wäre nochmal ganz gut. Mhm. Na, ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen. Also das Buch ist es auf jeden Fall wert, gelesen zu werden. Da gibt es überhaupt keine Diskussion. Und ich hoffe, dass ich hier mit meinem kleinen Format, ich meine, weiß Gott, ich habe jetzt nicht massive Hörerzahlen, aber und wenn es nur 3 Leute deswegen lesen, haben wir ja schon mal was erreicht. Das wäre perfekt, ja. Das stimmt. Dann habe ich noch 2 Fragen an euch. Die erste Frage, ihr habt ja schon ein bisschen über eure Arbeitsteilung so geredet. Gab es denn an irgendeinem Punkt im Buch eine Sache, wo ihr euch tatsächlich aktiv gestritten hättet? Also wo euch wirklich uneinig wart, wie es jetzt weitergeht oder welche Änderung jetzt gemacht werden soll oder nicht? Nee, wir sitzen uns gerade gegenüber und schütteln die Köpfe. Also uns fällt nicht wirklich was ein. Nein, tatsächlich also es gibt nicht. Natürlich immer so Diskussionen, aber das Argument siegt, also hat dann meistens immer geklappt, dass wir uns sehr schnell geeinigt haben, wie es dann tatsächlich weitergehen soll. Mhm, okay. Und die andere Frage wäre die, nachdem ihr das Ding jetzt veröffentlicht habt, gibt's irgendwas, was ihr jetzt im Nachhinein, im Nachgang, auch wenn ihr jetzt so seht, wie die Verkaufszahlen sind oder was auch immer, was ihr anders gemacht hättet oder wo ihr noch ein bisschen unglücklich mit seid, sei es jetzt die Sache mit dem Marketing oder sei es die Sache mit der Veröffentlichung im Selbstpublishing oder was Inhaltliches? Gibt's da irgendwas?
Also was ich tatsächlich nicht mehr machen würde, ist Agenturen anschreiben. Mir hatte das tatsächlich im Vorfeld ein befreundeter Thriller-Autor empfohlen, das zu machen, über eine Agentur zu gehen. Und für mich kommt es nicht mehr in Frage. Also diese ungewisse Wartezeit, das, ja. Ich bin Mensch, ich habe gern Klarheit und das hat man halt beim Self-Publishing, hat man halt solche Phasen einfach gar nicht. Okay. Genau, also wir hatten eigentlich kurz vor Schluss, also so in der vorletzten Korrekturphase, da haben wir das ein paar Testlesern rausgegeben und da kam noch wirklich interessantes Feedback, wo ich dann wirklich noch überlegt habe, so ein, zwei Stellen komplett umzustricken. Aber ich glaube, das haben wir dann wirklich mit kleineren Maßnahmen gelöst. Und ich glaube, am Ende ist es dann doch wirklich ganz gut geworden, auch inhaltlich. Oder so geworden, wie wir es wollten zumindest. Und wie die Vorschläge von den Testlesern waren. Also an der Stelle habe ich jetzt momentan auch keine wirklichen Bauchschmerzen mit dem Buch mehr. Was lest ihr denn selber so, wenn ihr Bücher konsumiert? Also seid ihr irgendwie genreversessen auf das eine oder andere oder lest ihr alles? Oder? Also ich lese schon Science Fiction und Fantasy vor allem. Zuletzt Fahrenheit 451. Der Klassiker eigentlich in der Science Fiction Literatur, aber immer mal so wechselnd neue Sachen und Klassiker, würde ich sagen. Viel Science Fiction. Vielleicht so 20% Fantasy dazu oder sowas. So in etwa. Und Anne, bei dir? Ich habe halt immer schon gerne Lebensgeschichten gelesen, von den verschiedensten Leuten. Und ich lese aber auch sehr gerne Fantasy und Thriller. Also spiegelt sich ja auch so ein bisschen in jeder. Ja. Okay. Dann bleibt mir eigentlich nur noch euch zu fragen, was glaubt ihr denn, für wen euer Buch am interessantesten wäre? Wem würdet ihr das Buch wirklich ans Herz legen, mal reinzugucken? Für welche Interessengruppen seid ihr so? Seht ihr euch selber? Also ich glaube, klassische Zielgruppe wäre, ich würde sagen, so 20 bis 40 Jahre alt, vielleicht Ältere auf jeden Fall auch, aber das ist so die mit den sozialen Medien auch so ein bisschen groß geworden sind, weil es ja auch so ein bisschen darum geht, mit Neigung zu oder mit Interesse an Fantasy-Literatur und die auch gern spannende Sachen lesen. Und dann ist man da, glaube ich, gut aufgehoben bei dem Buch. Genau, also ich würde auch sagen, also Leuten, die sich generell neue Technik interessieren, für Weiterentwicklung, auch für Nachhaltigkeit und auf keinen Fall Leute, die sich esoterische Literatur erwarten, weil in die Richtung geht es gar nicht. Ja, genau. Gute Ergänzung. Ja. Nein, aber ich kann ja nur meine Einschätzung abgeben und ich muss sagen, ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass das für eine jüngere Zielgruppe tatsächlich funktioniert. Klar, ja. Das Buch hat ein paar dunklere Elemente, die dann gerade gegen Ende zu hinkommen, aber ich glaube tatsächlich so für Jugendliche ab 13 oder so ist das, glaube ich, auch vollkommen angemessen und vollkommen okay. Ist jetzt keine offizielle Empfehlung, ich kenne mich damit nicht aus, ich weiß auch von Jugendschutz nichts. Ja. Aber nee. Ich glaube tatsächlich, man kann es tatsächlich, wenn man es möchte, auch so ein bisschen eben als persönliche Entwicklung lesen. Und ich glaube, als solches ist das schon nicht verkehrt. Es ist ja trotzdem ein Element von Selbstentdeckung und Selbstverwirklichung mit drin und so weiter. Genau, es ist kein klassisches Coming-of-Age-Buch oder sowas. Aber es hat schon einige Elemente davon drin, deswegen stimmt es auf jeden Fall auch für Jüngere interessant, genau. Würde ich sagen. Ja, definitiv. Gut. Gibt es noch irgendwelche Ergänzungen, die ihr selbst erstmal noch loswerden möchtet? Irgendwas? Ja, wir würden uns natürlich freuen, wenn so viele Menschen wie möglich sich für das Buch interessieren und uns auch ein Feedback dazu abgeben, wie es ihnen gefallen hat, was sie dabei sich gedacht haben, als sie es gelesen haben. Und ja, freuen uns sehr, dass wir eingeladen sind von dir. Ja. Sehr, sehr gerne.
Genau, kann ich nur bestätigen. War ein tolles Interview. War unser erstes Interview, also total spannend und aufregend vorher und sowas. Und ja, also kann ich auch nur wiederholen. Guckt mal in unser Buch rein, schaut mal auf die Webseite amreis.de. Da ist auch unsere Kurzgeschichte zu sehen. Also da haben wir eigentlich alles, was... Die übrigens Science Fiction ist. Genau, die Science Fiction. Ja. Wer schon mal gucken möchte, ob das Genre uns auch irgendwie zu Gesicht steht. Genau. Okay, und dann habe ich noch eine Frage. Wäre es denn für euch in Ordnung, wenn ich eines eurer Bücher verlosen würde? Unter meiner Hörerschaft. Sehr gerne. Mhm. Okay. Gut, dann würde ich sagen, beenden wir das Ganze an dieser Stelle. Und ihr seid wirklich herzlich eingeladen, wenn ihr dann irgendwann die Nachfolge habt, dass ihr dann nochmal bei mir aufschlagt und nochmal berichtet, was ihr so repräsentiert habt. Weil als allererstes. Sehr gerne. Gut, ich danke euch ganz sehr, dass ihr da wart. Es war ein sehr schönes Gespräch. Vielen Dank. Ja, hat ganz viel Spaß gemacht. Ja, danke dir auf jeden Fall. Jederzeit. Und liebe Hörerschaft, ich danke euch auch, dass ihr da wart, dass ihr euch das angehört habt. Und wie gesagt, schaut mal in das Buch rein. Es macht mir sehr viel Spaß. Und ich denke, da werden auch andere Leute viel Spaß damit haben. In diesem Sinne, liebe Hörerschaft, lasst es euch gut gehen. Habt eine schöne Zeit. Lasst euch nicht einschneiden. Und passt gut auf euch auf. Ciao. Das war Delateratur mit Flo. Ein Podcast aus dem Hause Delasaster Productions. Das Intro und Outro ist Eigentum von 2CT. Vielen Dank fürs Zuhören.